Hallo liebe Schachfreunde, heute starte ich eine neue Serie. Es geht hier um Eröffnungen, aber nicht besonders tief, sondern wirklich auf ganz einfachem Niveau, sozusagen die Grundlagen der Eröffnung, ideal geeignet für Einsteiger oder Anfänger. Und wie ihr seht, möchte ich heute mit der italienischen Partie beginnen. Eine Eröffnung, die im Besonderen für Anfänger auch geeignet ist. Wir haben die Züge E4, E5. Der Springer geht auf sein natürliches Feld F3, greift den Bauern an, der wird gedeckt. Und die Läufer gehen beide auf Diagonalen. Und dann sehen wir, beide Läufer haben hier schöne Diagonalen. Die Springer kontrollieren Zentrumsfelder. Der Name geht wahrscheinlich zurück auf Greco, der um 1620 in dieser Eröffnung eine bedeutende Partie gespielt hat und der beste Spieler seiner Zeit war. Der Name italienische Partie wurde aber wohl erst 1857 offiziell zum ersten Mal genannt. So, ich möchte hier drei Varianten im Prinzip zeigen, damit man so mal ein bisschen die Ideen kennt. Fangen wir an, halt mit Bauer D3. Das ist ein logischer Zug, der hier dem Läufer Möglichkeiten gibt, sich zu entwickeln, und Schwarz könnte oder sollte das Gleiche machen. Beispielsweise, es gibt hier auch oft Zugumstellungen, Rochade und Springer F6, auch zwei ganz natürliche Züge. So, dieser Läufer könnte jetzt durchaus nach E3 gehen. Ja, und dann kann man sich als Schwarze überlegen, tausche ich den Läufer, dann würde der Bauer zurückschlagen und die F-Linie wäre ein bisschen, also halb offen wäre sie dann. Man kann aber auch mit dem Läufer durchaus zurückgehen. So, da das etwas seltener ist, will ich mich hier beschränken auf den Zug Läufer G5. Und dieser Läuferzug stellt ja hier eine Fesselung auf. Schwarz kann zunächst mal ganz normal Rochade spielen. Und es gibt hier zwei Fallen, die immer mal wieder kommen, oder zwei Dinge, auf die man als Anfänger besonders Obacht geben muss. Und die werde ich immer beide zeigen. So, nach Springer C3 droht nämlich etwas. Zunächst mal kann der Schwarze erstmal Bauer H6 spielen. Ja, und wenn der Läufer den jetzt schlägt hier, Dame zurück. Springer D5 mit Angriff auf die Dame und auf den Bauern C7. Dann geht die Dame einfach zurück und alles ist völlig in Ordnung. Meistens wird aber Weiß hier zurückgehen, um diese Fesselung hier, die an sich noch nicht so das ganz große Problem ist, aufrechtzuerhalten. So. Gute Spieler, ich verweise mal unten auf eine Partie, die ich zur italienischen Eröffnung gespielt habe. Die könnt ihr euch gerne mal anschauen. Überlegen sich hier auch den Zug G5. Aber für Anfänger würde ich sagen, ist es also nicht unbedingt geeignet. Sinnvoller und ohne Risiko kann man hier Läufer E6 spielen. Ja, und wenn jetzt der Springer nach D5 geht, ja, lassen wir ihn mal gehen. Dann würde ja ohne den Läufer ein großes Problem sein. Denn der Springer ist jetzt zweimal angegriffen. Und wenn er geschlagen wird, dann müsste er der Bauer zurückschlagen. So, und das musste man verhindern. Deshalb den Läufer nach E6. Und wenn jetzt der Springer kommt, nehmen wir den einfach weg. Und egal wie Weiß zurückschlägt, das ist hier eine ganz unproblematische Stellung. Ja, beide sind vernünftig entwickelt. Und da ist man also gut aus der Eröffnung rausgekommen. So, ich gehe mal hier ein bisschen zurück an dieser Stelle. Ist auch folgender Zug relativ häufig, nämlich Bauer C3. Das ist eine weiße Idee, nämlich hier, nachdem er rochiert hat, das Zentrum weiter zu besetzen. Es geht ja in der Eröffnung auch immer ums Zentrum. Und der Bauer könnte zurückschlagen, sodass Weiß mit zwei Bauern im Zentrum verbliebe. Gucken wir mal an, wie es weitergeht.
Rochade. Natürlich sind jetzt auch solche Züge wie Läufer G5 immer möglich. Ja, und gelegentlich findet man jetzt hier einen Zug, der überrascht. Aber A4. Sag mal, was soll denn das? Schon oft vorgekommen und schon oft ist Schwarz reingefallen. Und wenn man jetzt ganz unbedarft hier sich weiterentwickelt, zum Beispiel mit Läufer E6, dann kommt das böse Erwachen. Und das ist sozusagen die zweite Sache, auf die man Obacht geben muss. Ja, man kann beispielsweise als Weißer den erstmal tauschen. So, und jetzt gewinnt man ein bisschen Raum mit Bauer B4. Ja, der Läufer hat nur ein Feld und ach je, Bauer A5. Und der Läufer ist gefangen. Das war also die Idee vom Bauer A4. Ein durchaus guter Zug. Man gewinnt ja auch ein bisschen Raum hier am Damenflügel. Ja, und da muss man also Obacht geben. Also, an der Stelle zum Beispiel Bauer A6 spielen oder auch A5. Man braucht jetzt keine Angst zu haben, dass der Läufer hier weit vertrieben wird. Also wenn er zum Beispiel hier B4 spielt und danach vielleicht nach A5, muss ja der Läufer letztlich nach A7. Sagt man, ach, wo steht denn der? Nein, kein großes Problem. Oftmals zieht der Springer dann irgendwann weg, der Bauer geht vor und der Läufer geht dann über B8 und hat dann doch diese Diagonale unterstützt das Zentrum und Schwarz probiert hier auch vorzurücken. Ja, das wäre aber jetzt schon ein bisschen tiefer gehend. Zweite grundlegende Variante will ich hier nochmal zurückgehen, wenn Weiß jetzt hier an der Stelle gleich Bauer C3 spielt. Das ist auch ein sehr häufiger Zug. So, normale Entwicklung, Springer F6 und nun besetzt er das Zentrum mit D4. Ja, jetzt gibt es eine Variante. Also man muss, denke ich, den Bauern schon nehmen, weil ansonsten droht hier, der Bauer hängt ja auch und droht vorzugehen eventuell, wenn man nimmt den. So, häufig wird der zurückgenommen. Es gibt auch einen anderen Zug. Ich will beides mal ganz kurz zeigen. Wenn man zurücknimmt, dann hat man mit dem Läufer jetzt die Möglichkeit, hier einen Schach zu geben. Wenn der Springer nach C3 geht, dann kann man tatsächlich hier auf E4 schlagen. Das ist aber dann ein Gambit. Weiß opfert einen Bauern. Das wird sehr gefährlich. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Wenn ihr das sehen wollt, wie man da weiterspielt, schreibt es einfach. Dann mache ich da ein extra Video zu. Machen wir den normalen Zug, Läufer D2. Man schlägt diesen. Jetzt schlägt der Springer zurück, um den Bauern zu decken. Und nun, wie so oft, kräftiger Gegenstoß im Zentrum mit Bauer D5. In der Regel wird der hier geschlagen werden. Der Springer schlägt zurück und dann ist die Stellung ausgeglichen. So, es gibt aber eine Falle. Oder nicht Falle, einen anderen Zug, der möglich ist, nämlich an der Stelle, der auch häufig gespielt wird. Und das muss man dann tatsächlich wissen. Immer wenn es so Richtung Opfer, Bauernopfer geht, ja, für Initiative, für Angriff, dann wird es immer schwer für einen Anfänger. Und diese Möglichkeit gibt es hier, nämlich mit Bauer E5. Man nimmt den also nicht zurück und greift erstmal den Springer an. So, und hier muss man einfach wissen, was der richtige Zug ist. Und ich rate euch, wenn es kommt, spielt es wirklich mal so und analysiert von mir aus die Partie danach und mit dem Computer und ihr werdet merken, ihr steht besser. Ja, aber nur, wenn ihr folgenden Zug spielt, nämlich Bauer nach D5. Wenn der Springer irgendwo hinzieht, zum Beispiel zurück oder so, dann kriegt Weiß großen Entwicklungsvorteil. Das ist der einzige Zug, der wirklich hier sogar einen Vorteil für Schwarz sichert. So, sollte der Läufer weggehen nach B5, dann rettet man den Springer nach E4 und die Stellung ist harmlos. Häufig wird aber Weiß hier schlagen, das ist sogar der schlechtere Zug. Aber wenn man es nicht weiß, kriegt man einen Schreck als Schwarzer und denkt, um Gottes Willen, was denn jetzt? Jetzt schlagen wir natürlich auch eine Figur. Und wenn man jetzt hier schlägt, Turm G8,
Ja, jetzt sind wir natürlich bei der Variante, die eigentlich nicht für einen Anfänger unbedingt geeignet ist, aber es kann sich so ergeben als eine Möglichkeit hier. Diese Stellung ist aber absolut in Ordnung für Schwarz. Der Königstellung sieht zwar sehr, sehr offen aus, aber ihr müsst bedenken, ihr spielt sicherlich sehr bald den Läufer nach E6. Damit ist schon mal die E-Linie hier zu, weil es hat ja auch noch nicht rochiert. Und wenn er dann die Dame noch rausspielt, dann rochiert ihr lang. Ja, und das ist eigentlich eine Stellung, die auf höherem Niveau nicht gespielt wird, jedenfalls nicht aus Sicht von Weiß, denn hier steht Schwarz besser. Gut, das war so mein kleiner Einblick in die italienische Partie. Die nächsten Eröffnungen werden folgen. Ich hoffe, ja, ihr seid zufrieden, habt so einen kleinen Eindruck bekommen, wie diese Eröffnung geht. Wenn irgendwelche Fragen oder Wünsche sind, schreibt sie einfach unter das Video. Es grüßt euch, Abquark.